Hi, ich bin Exocron, willkommen auf meinem Kanal und zu Lost Ark Band 6 Kapitel 3. Die Rattanhügel oder der Rattanhügel. Ja, dann machen wir uns hier mal auf. Wolfstal. Muru. Ha, ich dachte, du wärst ein Wolf. Ich konnte sie gerade noch so abschütteln und wollte kurz verschnaufen. Hier ist es immer viele. Hier hat es immer viele Rehe und Chungshus gegeben. Aber nie so viele Wölfe. Dieser gigantische Wolf ruft wohl all seine Freunde hierher. Der Rattanhügel dürfte schon bald von Wölfen wimmeln. Also es ist der Hügel. Es muss was getan werden, meinst du nicht auch? Wölfe schlachten? Der Anführer der Wölfe. Sektenschrei. Zerstöre die Sektenschreine. So. Sekte nicht gut. Außer es ist die Religion. Joran. So ein großes Wölfchen. Der ist gerade über meinen Angriff rübergesprungen. Also die sollten sie auf jeden Fall zu Klinge Nummer 5 machen. Der ist nicht schlecht. Aber am Ende kniet er auch eher vor mir nieder. Das ist eigentlich sehr interessant. Ich habe das Spiel schon mit ein paar Charakteren hier in Anika durch, aber noch nie diese Quest mit den Schreinen gehabt. Interessant. Ich frage mich, ob es unserem Bruder gut geht. Ah, Bruder Wanfu? Er hat eine traurige Geschichte. Ein großer Kampfkünstler, der sein Training aufgrund der Krankheit seiner Frau abbrechen musste. Er lebt hier in der Nähe, in einem der verlassenen Häuser. Ich mache mir Sorgen um seine Familie. Böse Geister treiben hier ihr Unwesen. Mal. Oh, wir haben, gar nicht mitbekommen, eine neue Hose und noch ein besseres Schwert. Ich glaube, wir gehen jetzt komplett auf Schwarz. Und Geister beseitigen, aber ich glaube... Und Leichen. Doch, jetzt hier. Da war ein Pokémon gefangen. Oh ja, hier sind viele. Das lohnt sich. Todesklinge, die kommt mir immer wie ein Witcher vor. Wie eine Hexerin, wie Ciri. Wie meine Katze. Ein Schwert für besondere Dämonen, die normalen Schwerter für normales Gesocks.
Ich bin ein Monster. Ohne Gesicht. Ich mag es nicht, wenn die Leute mich anstarren. Ich will niemanden außer meinen Mann sehen. Bitte gehe jetzt. Ich frage mich, ob es unserem Bruder gut geht. Seine Frau war wunderschön. Wanpo wurde von allen beneidet. Doch dann kam die Krankheit und entstellte ihr Gesicht. Ich hörte, dass ein Schüler eines Arztes namens Samha im Dorf Rattan lebte. Wanpos Frau ist in Rattan. Finde jemanden, der sich an den Ort erinnert, als er nicht verlassen war. Vielleicht findest du sie in Schüler. Okay. Bankhändlerin hat ein schönes Kleid an. Von hier an gibt es nur verlassene Häuser. Ein Aussichtspunkt. Fast wie Assassin's Creed, nur ohne irgendwo raufzuklettern. Ein Schüler des göttlichen Doktors Samha. In meiner Jugend wurde meine Großmutter schwer krank. Mein Vater brachte diesen Arzt namens Sakhil, der sie als einziger retten konnte. Er soll irgendwo abgeschottet in der Nähe des Wisteria Medizin studieren. Es ist schon lange her, aber vielleicht ist er ja immer noch dort. Zweite Quest. Dieses verlassene Haus gehört einst meiner Familie, die das Ritual des Wisteria beaufsichtigen durfte. Die Begegnung mit diesem bösen Zauberer wurde meiner Familie zum Verhängnis. Ich hatte das schon vor langer Zeit tun sollen. Hilf mir dabei, den bösen Zauber ein Ende zu bereiten. Brennt. Ein leiser Schrei. Besiege den Geist des Zauberers. Welcher ist es denn? Oh, interessant. Einer von denen war's. Du hast den Geist des bösen Zauberers besiegt. Meine lieben verstorbenen Eltern müssen nun sehr glücklich sein. Immer, man stört einfach nicht Menschen, wenn sie sich unterhalten. Nun zu Wisteria. Wir müssen die Eisenpfähle von ihren Wurzeln entfernen und das heilige Feuer wieder entzünden. Es wurde schon lange nicht mehr entzündet. Hebe den auf Fehlen lastenden Fluch auf.
Du siehst nicht so aus, als wärst du nur zufällig in der Gegend. Brauchst du Hilfe? Hoffentlich lohnt es sich. Ein entstelltes Gesicht, sagst du? Klingt nach einer Gesichtslähmung, aber so einfach ist es bestimmt nicht. Die Symptome passen auch nicht alle. Spannend. Hier ist eine Liste von Gegenständen, die ich benötige. Bringen Sie bitte zum Haus der Frau. Ich werde sie indes behandeln. Akils Notiz. Sammle zuerst den Wisteria-Saft, vermische ihn dann gut mit den Pollen, die ich dir gegeben habe, und gieße die Mischung in eine Flasche. Finde zuletzt noch das Nadelkästchen. Ein paar Briganten stahlen es und jetzt fehlen mir die richtigen Nadeln, um sie zu behandeln. Bringe mir alles so schnell wie möglich. Sakil. So, sehr interessant in dem Spiel, dass die NPCs, die stehen oft irgendwo rum, aber meistens besucht ihr die dann nochmal irgendwie. Also wir kommen zum Beispiel zu diesem Doktor mit den Piraten-Captain. Kommen wir hier noch auf unserer Reise nochmal zu ihm. Weil er ein besonderer Doktor ist. Eine klare Flüssigkeit tritt aus der Wunde. Müssen wir das Pollen mit gesammeltem Saft vermischen? Gehen wir nochmal hier rüber. Wir haben die Wisteria vom Fluch, vom Zauberer und vom Fehler meiner Familie befreit. Vielen Dank für deine Hilfe. Möge die Wisteria dich segnen. Inva, diese Briganten sollen ein gemeinsames Ziel haben. Annika in einen einzigen großen Unterschlupf verwandeln. Ha, wie lächerlich ist diese Idee bitte? Und sie verlangen von mir, dass ich sie für die Kräuter in ihrem Gebiet bezahle. Sie sind übergeschnappt. Wie sollten deren Unterschlupf zerstören? Dort drüben ist es. Wir müssen einfach den Weg folgen. Stitten wir ein bisschen Chaos. Nur empfehlen, macht, wer das Spiel selber spielen möchte, immer die Sidequests. Zuerst, weil die euch meistens mit zur Hauptquest in die Richtung führen. Die Glut in das trockene Feuerholz. Wir haben das Nadelkästchen gefunden. Slow Motion das Pferd. Kräuter und Feuer vertragen sich zwar nicht so gut, aber ich liebe dieses Feuer. Wirklich. Angrid, danke. Das hat Spaß gemacht. Wir haben es nicht anders verdient. Die haben es nicht anders verdient. Ende der Ambition. Okay, jetzt müssen wir dorthin. Wieder zurück zu dem Haus mit der Dame. Hoffen, ihr helfen zu können. Die gute Nachricht? Ihr Zustand ist gar nicht so schlecht. Ihr Mann hat sich gut um sie gekümmert. Die Gesichtsmuskulatur ist verzerrt. Das zu korrigieren wird lange dauern. Diese Behandlung wird ihr Gesicht normalisieren, aber nur für eine Weile.
Ich werde von Zeit zu Zeit vorbeikommen und sie bis zu ihrer völligen Genesung zu behandeln. Cool. Oh, danke. Du hast mir einen Doktor besorgt. Er erzählte, was du durchgemacht hast, um ihn zu holen. Ich habe gelitten. Mein Mann ist immer noch da draußen und versucht, mir zu helfen, ahnungslos über diese glückliche Nachricht. Bitte überbringe meinem Mann diesen Brief. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Thurions Brief. Der Überbringer dieses Briefes hat mir etwas lang Verlorenes geschenkt. Hoffnung. Meine Krankheit, sie soll heilbar sein. Bei all dem, was du durchgemacht hast, soll ich nun lachen oder weinen? Bitte komm und sag mir, dass ich glücklich sein kann. Ich werde auf dich warten. Ich liebe dich. Wohin müssen wir denn? Gerade beschäftigt. Moment, dieser Brief? Thurions Krankheit ist heilbar? Stimmt das? Bei den Göttern! Du hast Thurion gerettet. Ich sollte jetzt besser zu meiner Frau. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Das werde ich dir niemals vergessen. Genau genommen bin ich dir gefolgt. Das weiß ich. Suchst du Hinweise für unseren Kampf oder hast du andere Ziele? Ich bin bereit zu helfen, falls das möglich ist. Die Situation ist folgende, Wonfo. Verdächtige Energie? Das klingt etwas. In letzter Zeit habe ich eine unheilvolle Energie aus Jeons Barriere registriert, die von den Jeons geschützt wird. Die Jeons und die Geox bewachen schon seit langer Zeit die Barriere um den Höllenbrut herum. Aber in letzter Zeit strahlt die Seite der Jeons eine unheilvolle Energie aus. Ich war besorgt, also meldete ich es Meister Pahan. Er hat sicherlich schon jemanden geschickt, um sich die Sache anzuschauen. Der älteste Sohn der Jeon-Familie, Lee, muss irgendwo in der Nähe der Barriere sein. Finde ihn. Vielleicht hat es etwas mit dem zu tun, wonach du suchst. Dämonischer Zusammenstoß. Wer ist da? Verstehe, du bist also die Jeons danken für deine Hilfe. Die unheilvolle Energie aus der Umgebung der Barriere habe ich ebenfalls gespürt. Ich möchte sie untersuchen. Kann mich ihr aufgrund ihrer Stärke jedoch nicht nähern. Weiter komme ich nicht. Angret, könntest du herausfinden, was auf der anderen Seite der Barriere vor sich geht? Die Höllenbrut hat hoffentlich nichts damit zu tun. Na dann, rein in die gute Stube. Bambus schneiden. Jemand zu Hause?
Und von den Lebenspunkten bin ich eng. Yeah.
nah am Ausgang. Das Herz der Höllenbrut. Rekiel. Ja, Meisterin Vikas? Es scheint, als hätten wir ein Insekt am Leben gelassen. Ach, widerlicher Wurm. Ich werde ihn zerquetschen. Na? Nun bleibt nur noch das Auge. Ich sehe, du bist sprachlos. Wenn du möchtest, zeige ich dir mehr von meinem Prachtkörper. Ich mag hübsche Dinge. Könnte eng werden. Die Dame ist nicht ohne. Hässlich ist es jetzt auch wieder nicht, ja. Okay, na dann. Nichts wie weg hier. Ah, Rattanhügel. Art sind echt schön. Dämonen brachen das Siegel? Eine Katastrophe. Hat jemand den Dämon dabei geholfen? Moment, wollen Sie etwa das, was ich denke? Verstehe, das Herz der Höllenbrut. Wie soll ich das nur meinem Vater sagen? Trotzdem, er muss es wissen. Bitte geh nach Chang-Hun und berichte ihm, was du weißt. Wer zum Teufel hat die Dämonen eingeschleust? Okay.
sind wir hier fertig und wir müssen wieder zurück zur Stadt. Sind in Jans Schleier eingedrungen und haben das Herz der Höllenbrut genommen? Wie konnte das nur geschehen? Wo kamen diese Dämonen her? Ich werde die Dämonen aufspüren. Das wird nicht funktionieren. Sie sind bereits fort. Meine Familie wird sich darum kümmern. Ich komme zu dir zurück. Sobald wir irgendwelche verdächtigen Spuren finden, lasse ich es dich wissen. Dann warte ich auf dich. Du solltest im Turnier weiterkämpfen und nach dem Täter suchen. Wenigstens hat sich Wonfu nicht mit dem Dämon verbündet. Danke, dass du ihm geholfen hast. Konzentriere dich jetzt auf das Turnier. Schleier durchbrochen wurde. Arte 46. Ist ja auch ungefähr selbst beim Level. Bescheid. Wann ihr ungefähr Level 46 seid. Wahrscheinlich sogar ein bisschen früher, weil ihr noch die Kader-Quest habt, weil ihr das erste Mal spielt. Okay, dann auf geht's. Weit. Nein, nicht hierhin. Dahin. Surion verlor durch ihre Krankheit ihr Gesicht, gab aber nie auf, weil Wonpo immer an ihrer Seite war. Aufgrund der Glücksspielsache und der ständigen Kämpfe hielt ich ehrlich gesagt nicht allzu viel von Wonpo. Nun, weiß ich mehr. Er macht alles für Surion. Ach ja, richtig. Dein Kampf. Bist du bereit? Zeige kein Mitleid. Lass ihn nicht gewinnen. Das wäre nicht im Sinne des Turniers. Beginne dein Match. Gewinne um jeden Preis. Dann zeig uns mal, was du drauf hast. Na, hallo. Nun kommt der Kampf, auf den wir alle gewartet haben. Fangen wir ohne Umschweife an. Viertes Schwert! Wonpo ist einer der stärksten. Ich werde nicht vergessen, was du für uns getan hast. Ich freue mich unglaublich auf seine berühmten Kampfkünste. Doch jetzt kämpfen wir! Oh mein Guter, dann halte ich mal nicht zurück. Wonpo ist einer der Meister der Yonkai. In letzter Zeit hielt er sich jedoch persönlich aus dem Familiengeschäft heraus. Das war doch mal ein netter Kampf. Du hast gewonnen! Dein Duell gegen Wonpo war ohne Zweifel eins zwischen Meistern. Wonpos Schwert war so schnell, ich konnte es kaum sehen, aber du warst noch schneller, Angret. Also ich fühle mich wie Zoro aus One Piece mit drei Schwertern. Da möchte ich doch glatt selbst wieder mit dem Kampfkunsttraining anfangen. Hoffentlich machst du genauso weiter und besiegst auch Gildal. Oh richtig, Pahan hat dich gesucht. Er schien wichtig. Gildal hat noch nichts mit diesen verdächtigen Energien zu tun. Kann. Haben. Oder doch? Nee, bestimmt nicht. Wie dem auch sei. Geh bitte zu Pahan. Vielleicht doch unser nächster Gegner. Ich werde dich anfeuern. Wie es aussieht, habe ich verloren. Ich bin wohl etwas aus der Übung. Da kann man nichts machen.
Eliphas Barriere und Barriere. Dämonen tauchten auf und durchbrachen die Barriere. Unglaublich. Apropos, meine Frau hat diese Krankheit bekommen, nachdem sie einen verdächtigen Gegenstand aus dem Rattanhügel berührt hatte. Sind die Dämonen schon länger in Annika, als wir ahnen? Ahn schaut sich die Sache an und ich möchte gern helfen. Und was dieser Mann angeht, der neben den Dämonen stand? Er ist verdächtig. Ich denke, er hat mit all dem zu tun. Ich fand den Folianten beim Untersuchen des gebrochenen Siegels. Dank dir hat er nicht noch mehr Schaden genommen. Sternboten Cien hat dies vor langer Zeit vorhergesagt. Du solltest ihn lesen. Wir haben nicht genug unternommen. Beschädigter Foliant. Nach dem langwierigen Krieg half Sternbote Cien bei der Besiedlung eines fruchtbaren Landes. Er nannte es Annika. Er und die anderen Siedler schworen sich, ewiges Glück in diesem schönen und ertragreichen Land zu genießen. Doch dann brach in einem Wimpernschlag alles zusammen. Gier breitete sich aus, Streitigkeiten besudelten das Land mit Blut und die Dunkelheit ließ nicht lange auf sich warten. Sternbote Cien wehrte das Wesen der Dunkelheit mit letzter Kraft ab und vertraute dann Annika, den Jeons und den Jeox an, bevor er verschwand. Autor unbekannt. Foliant ohne Titel. Sternbote Cien zertrümmerte den Körper der Höllenbrut in mehrere Teile und verbannte sie in die ursprüngliche Dunkelheit. Aber für ein zeitloses Wesen ist der Tod nicht das Ende. Die Höllenbrut wird in Annika für alle Ewigkeit bedrohen. Der Rest der Seite ist unleserlich. Autor unbekannt. Ciens Prophezeiung. Primitive Gier zieht die Dunkelheit an. Sie wird sich letztendlich offenbaren, erwachen und sich weigern zu verschwinden, was auch immer geschehen mag. Ich vertraue dir hiermit seine Augen und sein Herz an, um Annikas Frieden zu sichern. Pass auf den Körper des infernalen Bösen auf und erzähle niemanden davon. Sternbote Cien. Die Dämonen wollten das Buch wohl zerstören, weil es Hinweise enthält. Aber was meinst du? Cien ist unglaublich. Das Siegel muss geschützt werden. Die Dämonen erwecken die Höllenbrut. Annika ist ein fruchtbares Land. Das Siegel muss geschützt werden. Wir haben vergebens versucht, die Barriere auf der Seite der uns zu schützen. Jetzt ist nur noch Jeox' Barriere übrig. Die Bohnen dürfen es jedoch auf mehr abgesehen haben, als nur die Barrieren zu brechen. Die Dämonen wollten das Buch wohl zerstören, weil es Hinweise enthält. Aber was meinst du? Die Dämonen erwecken die Höllenbrut. Die Auferstehung der Höllenbrut, das denke ich auch. Das verbleibende Siegel befindet sich bei Jeox' Barriere. Das Oberhaupt der Jeox-Familie, Sahun, muss gewarnt werden. Hoffentlich ignorieren Sahun die Warnung nicht. Versuchen die Dämonen, die Höllenbrut wieder auferstehen zu lassen? Ja, dann beeilen wir uns mal lieber. Ich brauche auch so einen Metallarm. Liegt das vielleicht einen Rabatt? Sie haben oder du sagst, die Jog-Barriere und das Siegel der Höllenbrut seien in Gefahr? Jog? Unsinn! Meine Schüler bewachen sie ununterbrochen. Wir Jogs können auf uns selbst aufpassen. Kümmere du dich lieber um deine Leistung im Turnier. Okay. Ja, bin ich aber gespannt auf deine Schüler. Pass auf, dass du dich nicht verletzt. Sarn ist stur wie eh und je. Seit der Großmeisterprüfung ist es noch schlimmer. Nur die Jogs wissen, wo sich Jogs Barriere befindet. Da sie den Ort nicht preisgeben wollen, müssen wir darauf warten, dass die Dämonen auftauchen. Sei jederzeit bereit. Übrigens, du hast noch Wonpo geschlagen. Er war einer meiner besseren Schüler. Besseren. Du bist stärker, als ich dachte. Meister Gildal ist dein nächster Gegner. Er war Sir Drudens Schüler. Ich weiß allerdings nicht, ob er das Zeug zum Meister hatte. Vielleicht kooperiert er mit den Dämonen, um seine mangelnden Fertigkeiten auszugleichen. Wir müssen ihn überprüfen. Triff Sir Druden, er wird dir mehr über Gildal erzählen. Ujul liefert Schnaps entlang des Pfades zum Rattanhügel aus. Er sollte wissen, wo Sir Druden ist. Seufzt. Ich mache mir Sorgen um Jeox' Barriere.
Geh zum Melodienwald, wenn du Sir Druden suchst. Habe dort gerade jede Menge Alkohol ausgeliefert. Da er nur Alkohol im Überfluss hat, wird er nirgendwo hingehen. Folge einfach dem Gestank von Alkohol, dann findest du ihn. Okay. Interessant. Danke für die... Der Meister des Trinktisch. Den Hinweis, Junge. Meikoko-Fest. Ja, Melodienwald. Und da sind wir auch schon durch den Rattan-Hügel. Und das war Band 6, Kapitel 3. Und jetzt kommt Kapitel 4. Falls es euch gefallen hat, bleibt dran, wie jeden Freitag. Dann reisen wir mit Angrid weiter. Durch den Melodienwald. Mit Kapitel 4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Exocon. Bis zum nächsten Mal.